Moin moin und herzlich willkommen zu LP Gongcheon 7 Days to Die. Da sehen wir gerade noch den Mond untergehen. Ja, Tag 14. Wir haben 4 Uhr und ich werde euch schon mal zeigen, was ich Kleines vorbereitet habe. Man muss wirklich sagen, Kleines. Denn ich habe ziemlich viele Mets auch gesammelt, gerade um Cobblestones herzustellen. Und hier laufen wir eigentlich der Sonne entgegen, aber das Haus hat sich jetzt irgendwie dazwischen gedrängelt. So. Ja, und in der nächsten Folge, also in Folge 23, werden wir dann die Horde sehen. Und, ja. Also hier im Inventar sieht man, ich habe noch 500 hier oben im Lager gerade gelassen. Hab noch mal ein paar Woodspikes hergestellt. Brauche unbedingt noch mal Holz. So, meine Idee wird so sein, dass ich dieses Holzhaus stehen lasse. Hier sieht man das schon mal ein bisschen. Das Holzhaus lasse ich grundsätzlich stehen und werde dann hier quasi ja aufstocken, aufdocken. Werde aber sicherlich hier dieses Dach wegnehmen. Ich habe auf der anderen Seite schon mal angefangen, hier so eine kleine Ecke wegzunehmen. Ja, dauert nur ein bisschen, aber dass ich halt hier hochkomme und dann bis zu dieser Kante mit Cobblestones mache und ab da werde ich wahrscheinlich das Dach wegnehmen. Das ist so die Idee, die ich habe. Aber Cobblestones, alter Verwalter. Also das ist schon ziemlich heftig, was ich hier brauche. Und das ist nur mal eine Reihe, ne? Diese Spalten kommen natürlich weg, das wird nachher nochmal später aufgebessert. Ich war schon mal zumindest unten, aber hab noch nicht die Tür aufgeschlagen. So viel Zeit habe ich noch nicht gehabt oder mir noch nicht genommen. Werde dann hier natürlich zumachen und habe überlegt, ob ich dann nochmal so, ja, zwei Reihen wahrscheinlich freilasse. Eins, zwei. So, und dann hier nochmal einen Bogen rumsetze. Und dann hier eine erste Verteidigungswand habe. Und dann halt hier die zweite nochmal. So wäre die Idee. Ich hoffe mal, das geht auf. Da sehe ich noch einen Baum, den ich mitnehmen werde. Tag 14 werden wir jetzt halt noch in meiner alten Hütte verbringen. Guck mal, das habe ich doch gelootet hier. Das ist doch empty. Tag 14 werden wir jetzt nochmal ins alte Haus gehen. Das wird wahrscheinlich damit ziemlich fertig werden. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass die zweite Feral Horde heftig Schaden machen wird. Anschließend nach diesem Tag 14 oder Nacht 14 wird es ja dann sein, logischerweise, werde ich umziehen und zwar hier in die Stadt. Da brauche ich nicht so weit, denn ich denke, Tag 21 werde ich hier auch noch nicht viel weiter sein. Und eigentlich gehe ich davon aus, es wäre jetzt irgendwie Quatsch, da nochmal irgendwie umzuschwenken. Moin Zombie, werde ich hier in dem rechten Haus bleiben. Moin. Da, wo ich eh schon ein paar Sachen von mir habe. Könnte denn rein theoretisch auch nochmal ohne Probleme hier umschwenken. Das ist so die Idee. Ich habe hier relativ viele Mets in der Nähe. Klar wird diese Reise in die zerstörte Stadt. Alles gut. Die Reise in die zerstörte Stadt wird natürlich damit ein bisschen länger. Aber hier habe ich zumindest alles in der Nähe. So, ich hatte ja mal gesagt, Animal Hide ist nicht so wichtig. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Denn ich muss natürlich bei Gelegenheit mal eine zweite Forge aufbauen. Und dafür brauchen wir natürlich nochmal ordentlich Animal Hide. Krass finde ich echt, dass die. Ich habe den ja, glaube ich, jetzt nicht unbedingt im Kopf getroffen. Aber dass die direkt tot sind. Das finde ich cool. Ja, Bogen habe ich mir noch ein bisschen hergestellt. Was habe ich eigentlich gemacht? Ja. Eigentlich gar nicht so viel, außer halt Mets gesammelt. Ja, das kann so liegen bleiben. Level up, sehr gut. So, dann hatte ich mir halt hier nochmal einen Waypoint gesetzt. Genau, um hier das ein bisschen aufzudecken. Oder hätten wir nochmal einen? Ich weiß auch nicht, wie viel Animal Hide ich in meinem Zuhause habe. Bleib mal stehen.
Da liegt er wieder. Ein Treffer. Das ist ein bisschen doll, finde ich. Oder? Also sonst waren die immer so schwer. Hallo? Ach da. Sonst waren die immer so schwer tot zu kriegen. Mittlerweile geht's echt. So, dann haben wir 10. Das ist schon mal sehr gut. Ich glaube, den Rest habe ich auch da. Da ist ein Zeltlager. Das lassen wir erstmal. Alles, was mit Looten zu tun hat, ist toll. Aber brauche ich gar nicht so extrem momentan. Denke ich zumindest. Keine Ahnung, ob ich falsch denke. So. Gucken, ob wir hier noch irgendwie was Tolles, Interessantes finden. Das ist das Klee? Müsste Klee sein. Jo, sehr gut. Klee brauchen wir immer, also ich nehme es jetzt einmal mit. Aber normalerweise werde ich auch das wieder ohne euch machen. Dann braucht ihr hier nicht gelangweilt zuschauen. Ich finde die Ausdauer beim Buddeln geht ziemlich heftig schnell vorbei. Also ist schnell aufgebraucht. Kommt, den nehmen wir noch mit, den hatten wir schon mal angeknackst hier. So. Das soll erstmal reichen. Gucken wir, was für. Ah, Zombies. Und ein Zeltlager. Ja, moin. Komm, wir werden mal einen. Oder zwei. Dann haben wir ein bisschen Stamina. Oh, was ist denn hier los? So, hier ist die. Hat die Map auch schon mal verrückt gespielt, ein bisschen? Okay, nee. Doch nicht. Na, ein bisschen. Da hinten sieht man es ganz nett. Mich würde ja mal interessieren, da bin ich auch mal gespannt in der Folge, nicht in dieser Folge, sondern in der Folge des Spiels, bin ich mal gespannt, wie sich eigentlich dieses Nicht-Neustarten auf die Höhlen auswirkt. Wobei natürlich komplett neue Höhlen dürften jetzt nicht das Problem sein. Also die, die neu generiert wurden. Komm, wir werden mal hier runter. Ah, ich glaube, komm ich da durch? Wirst ja wohl nicht den Fuß brechen, oder? Steht da oben ein Haus? Ein Wasserturm. Ne, sehr gut. Glück gehabt. So, ansonsten brauchen wir natürlich auch Steine ohne Ende. Wie man sieht, meine Pickaxe habe ich jetzt schon mal einmal repariert. Das zieht natürlich immer ordentlich nach unten. Ja gut, aber ist ja nichts zu ändern. Ich muss sie halt mal reparieren. Was nur jetzt dadurch in jedem Fall interessanter wird, sind, warum fliegt hier ein Hubschrauber lang? Ich glaube, den dürftet ihr auch hören, so laut wie der ist. Der ist ordentlich. Also ich bin in der Nähe von der Uniklinik. Aber häufig jetzt, dass hier häufig ein Hubschrauber lang fliegt, kann ich jetzt nicht unbedingt sagen. So, natürlich komme ich hier doch durch. Sehr gut. Werden wir wahrscheinlich noch verletzen? Nö, geht. Gut. Ja, sehr gut. So, das dürfte doch schon wieder fast Gebiet sein, was ich kenne. Jetzt wäre nochmal interessant, ob hier hinten bei diesem Indianer Versteck, ob da noch Zombies sind. Ich hoffe nicht. Dann könnte ich das nämlich auch nochmal schnell looten. Nö. Sieht gut aus. So haben wir uns das vorgestellt. Sehr gut. Dann können wir das auch noch mitnehmen. Bisher hatte ich ja nur diese Münzen gefunden. Und halt die Stone Axe. Mal gucken, ob wir noch auch noch irgendwie was anderes finden werden. Oha. Eine deutlich bessere. Sehr cool. Das droppen wir gleich mal. Sehr cool. So, gibt es hier eigentlich, das habe ich noch gar nicht ausprobiert, gibt es hier eigentlich diese großen Steine? Nee, kleine. Also die großen Steine muss man sich jetzt mittlerweile herstellen.
Dafür werden wir jetzt aber trotzdem einmal diese Steine mitnehmen. Gibt es ganz wenig Scrap Iron nur, das ist aber nicht ganz so schlimm. Ah, die Pickaxe ist schon Hammer, ne? Wie die runterknallt. So, sehr nice. Diesen Steinbonus wollten wir gerne nochmal mitnehmen. Ja, ansonsten Cobblestone Rocks, ne? Kann ich herstellen ohne Ende. Die brauche ich unbedingt. Dann brauchen wir auch Holz ohne Ende. Also so sieht das hier gerade halt momentan bei mir aus. Wobei, es war jetzt ein Tag, ne? Das ist ein Einzelner. Dem werden wir ja wohl gleich entkommen. Kriegen wir den Baum hier ein bisschen weg? Das wäre cool. Nee. Das war ziemlich knapp. Mich hätte nicht gewundert, wenn ich natürlich gleich mit diesem Schlag infiziert worden wäre. Das wäre typisch. Aber haben wir nochmal Glück gehabt. So, ziehen wir uns das einmal rein. Na, ein bisschen mehr Ausdauer trinken müssen wir eh. Okay, wir gehen einmal um den Berg rum. Hier wäre nochmal schön Clay. Ah. Ah. Moin. So. Gut, ansonsten interessiert uns ja diese Wasserstelle jetzt nicht großartig. Ja, ansonsten müssen wir uns unser Haus nochmal so ein bisschen verstärken. Denn. Kenn ich das? Ah ja, das war, glaube ich, dieses Alternativhaus. Denn mit den Spuckern und so wird es ja ein bisschen härter wahrscheinlich. So. Ja, und ansonsten würde ich sagen, auf dem. Unter so einem. Nee, über so einem Bunker. Über so einen Bunker zu bauen ist, glaube ich, nicht das Schlechteste. Wobei ich mag es ja selbst im Bunker zu übernachten nicht so gerne. Denn Bunker hat ja so ein bisschen die Problematik, dass man dann ziemlich eingesperrt ist. Und darauf hätte ich jetzt irgendwie gar keinen Bock. Aber ja, nicht so wild. Wir wollen ja eh nach oben hinbauen, so einen schönen Rapunzelturm. Und wobei natürlich Rapunzelturm hat ja eigentlich die Eigenschaft, dass man ja nicht hoch und nicht runter kommt. Das Problem hatte ja Rapunzel, deswegen hatte sie ja auch so schön lange Haare. Das werden wir natürlich anders lösen, ne? Wir werden irgendwie drin logischerweise eine Treppe haben, eine Leiter haben, muss ich nochmal schauen. Auf jeden Fall glaube ich erstmal, dass die Basics nicht verkehrt sind, beziehungsweise auch die Idee nicht so verkehrt ist, auch mit dieser Verteidigungswand. Brauchen auf jeden Fall eine ordentliche Forge. Mal gucken, ob auch eine dann reicht, aber eigentlich ja. So, dann kam der Vorschlag, dieses Haus zu verstärken, wo ich jetzt gerade noch den Tag 14 verbringen werde. Ja, kann man machen. Wobei ich natürlich davon ausgehe, warte mal, die Feder nehmen wir mit. Ich wollte gerade mal gucken, wie viel ich noch habe. Ja, sehr gut. Ich gehe mal nicht davon aus, dass irgendwelche Wanderhorden, zufälligen Wanderhorden, das Haus zerstören. Also das glaube ich nicht unbedingt. So, wir haben 9 Uhr. Deswegen werde ich das, oha. Werde ich das nur insofern verstärken, dass ich heute Nacht, dass mir halt der Boden nicht unter den Füßen weggerissen wird. Also da werde ich nochmal ein bisschen ein paar Frames hinpacken. Okay, schöner Berg. Okay, geht. Das wird nochmal so ein Punkt sein. Und natürlich Spikes. Da ist es auch schon. Jetzt bin ich zwar schon um 9.15 Uhr fast zu Hause, aber ich glaube,
Zeit werde ich brauchen. Jetzt werde ich hier fast reingeplumpst. Ich glaube, die Zeit werde ich echt brauchen. Mal den Stein, den machen wir da auch nochmal komplett. Und ich gehe mal nicht davon aus, dass wir nach dem Angriff noch so häufig hierher kommen werden. Ich denke nicht. So, das werden wir scrappen. Okay, normalerweise macht es, glaube ich, Sinn, dass ich jetzt auch nochmal das. Das kann auch nicht 2 Tage durchgebrannt haben. Wieso kann ich das jetzt nicht reparieren? Was ist denn hier los? Und wer hat da ein Loch reingebuddelt? Das gibt's ja gar nicht. Wieso brennt denn das Feuer noch? Ist hier einer? Moin. Hallo, hallo? Das kann doch nicht sein, dass das Feuer noch brennt. Also, entschuldige mal. Weil ich weggegangen bin? Das kann ich gar nicht. Hä, das. Stoppt das, wenn ich weggehe? Also, geht ja nicht anders. Okay, Holz haben wir. Scrap. Ich habe das Gefühl, ich habe einen Kreischer gehört. Das wäre ja wohl eine absolute Frechheit. Ist aber nicht so. Scheint nicht so zu sein. Okay, aber das ist ja schon mal nice to know, dass ich beunruhigt das hier gerade. Ja, ist gut. Ist auf jeden Fall sehr cool. Warte mal. Sehr cool zu wissen, dass man. Okay. Hier. Also cool ist es nicht, aber cool zu wissen. Schwierig. Dass das nicht weiter brennt. Wenn man irgendwie offensichtlich irgendwie weiter weg ist. Finde ich interessant. Aber nun ja. Aber nee, wir nehmen das. Und hauen das hier nochmal weg. So, ich will nämlich die Seite hier extremst verstärken, weil da hängt natürlich auch meine Forge dran und ich hoffe, das bringt irgendwas. Und meine Kiste. So, damit das hier halt nicht zusammenstürzt. Das wäre ganz cool. Okay, dafür brauche ich logischerweise immer noch das. So. Obwohl, ja, Scrap Iron hätten wir eigentlich auch ziemlich viel. So. Ja, ansonsten wird jetzt das Haus verstärkt. Und repariert vor allem. Ich hoffe mal, dass ich dabei jetzt nicht genervt werde von den Zombies. So, das dürfte alles empty sein, das wäre auch gut. So. Die Mittelwand hier nochmal ein bisschen stützen. So, dann werde ich hier auf jeden Fall nochmal ein paar Frames verteilen. Okay, das ist wieder das. Habe ich kein Holz mehr? Oh, ich dachte schon. So, mal gucken, ob das überhaupt hilft. Aber ich habe so viel Scrap Iron.
Wobei möglicherweise jetzt gerade gar nicht, doch, relativ auch viel auch dabei. Aber die Höhle oder das Durchgebuddelte da ist ja interessant. So, die kann ich nicht reparieren. Warum nicht? Sehr eigenartig. Okay. Manches lässt sich reparieren, anderes wieder nicht. Wobei ich die definitiv selbst gesetzt habe. Ja, genau. Wollen wir mal gucken. Können wir schön aufwerten, sehr gut. Oh, ich dachte eben, ich hätte Forged Iron dafür verbraucht. Sehr gut. Das beruhigt mich. Komme ich daran? Ja, sehr gut. Aber verbraucht dann schon ein bisschen. So, das werden wir nochmal aufwerten. Ja, okay, alles gut. Da haben wir echt noch ein bisschen was. Ich habe nur die Spucker machen mir halt ein bisschen Sorge. Das könnte interessant werden. Setzen wir hier nochmal einen Frame zwischen. Okay, ich hoffe, das funktioniert. Okay. So, ein paar Spikes. Die Schaufel werden wir erstmal nicht brauchen. Im Haus werde ich auch noch ein paar Spikes verteilen. So. Eigentlich würde ich das hier gerne nochmal aufwerten wollen. Okay. Ne, will nicht. Dann hauen wir es weg. Wenn es denn klappt. Oh, anstrengend auf jeden Fall. Sehr gut. So, dann so. Judy, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in Folge 23 wieder. Und da, sag mal, warum kann ich die nur so eigenartig aufwerten? Sehen wir uns in Folge 23 wieder und dann mit der Horde. Ich werde mich auch nicht mehr ausloggen, ich werde jetzt so weiterspielen. Oh Mann, ey, ist das nervig mit dem Heilmachen. Okay. Wir kriegen das schon hin. Und dann werden wir sehen, ob ich Tag 14 Horde überstehe oder nicht. Ich bin selbst gespannt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst, wenn ihr einen Daumen da lasst. Und auch in der nächsten Folge, wenn die Feral Horde, dann denke ich mal. Also würde mich wundern, wenn ich mich jetzt nicht auslocke, wenn sie nicht kommt. Ja, wenn sie dann kommt. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, in Folge 23 wieder. Also bis dann, euer Gonchi. Tschüss.